Fuzzi-Fans und Faninnen, wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es in der heutigen Sendung um ein ganz bestimmtes Thema. Ja, richtig. Heute sprechen wir über Fußball. Sag mal, Brennel, hast du keine Angst, dass dir kulturelle Aneignung vorgeworfen wird? Hä? Wieso kulturelle Aneignung? Ach, wegen des Smokings, weil ich nicht James Bond bin. Klar, aber stell dich nicht dümmer, als du bist. Du bist so frech. Aber ich warne dich, beiße nie die Hand, die dich nicht bezahlt. Und zum Thema kulturelle Aneignung möchte ich auf Folgendes verweisen. Diese kulturellen Aneignungen überhaupt, muss ich wirklich sagen, dieses Jahr Oktoberfest, da steige ich an Eingang hin. Und wenn ich einen von denen gottverschissenen Saupreisen sehe, die, wo sie eine bayerische Tracht anziehen, eine Lederhosen oder die Weiber ein Dirndl oder was, ich schick's heim. Ich schick's wieder heim. Wir Münchner empfangen jedes Jahr Millionen von internationalen Besuchern und freuen uns, wenn sie sich unsere Kultur aneignen. Vielleicht sollten wir alle einfach wieder etwas mehr Spaß verstehen. Aber zum eigentlichen Thema, liebe Fuzzis. Nie standen die Chancen für eine Legalisierung von Cannabis besser als heute. Wir haben eine hochqualifizierte Grünen-Chefin, die sich dafür einsetzt. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln. Und wir haben einen engagierten Gesundheitsminister, der scheinbar seine gesamte Kindheit und Jugend völlig stoned war. Hab das leider. Ich bin Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Der war sogar bewusstlos. Jeder Strom weg. Aber wer torpediert das liberale Projekt unseres rot-grün verschachtelten Bundesregierung? Doch tatsächlich ein Bergbauernsohn aus Südtirol, der uns schon Wetten, dass weggenommen hat. Ich bin davon überzeugt. Das sind Sie nicht, Herr Lauterbach. Doch, das ist eine Unterstellung. Nein, das sind Sie nicht. Das ist eine Ich höre jetzt seit 30 Minuten zu und ich spüre regelrecht, es mit Händen zu greifen, doch. Nein, das wie ist Sie falsch. Die ganze Zeit gegen Ihre eigene innere Überzeugung argumentieren. Das ist falsch. Ich habe diese Position. Das ist nur ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, das täuscht in diesem Punkt. Also, der beste Gesundheitsminister aller Zeiten und von der Welt argumentiert stundenlang sachlich und fachlich für sein Thema. Und der Top-Journalist des ZDF hat zwar keinerlei Argumente, aber ein Gefühl. Da muss ich mal wieder sagen, was erlauben Lanz? Aber mir ist noch was aufgefallen, liebe Fuzzis. Erinnert ihr euch noch an die Lanz-Sendung, in der Frau Wagenknecht emotional niedergebrüllt wurde? Und nicht einfach die Party weitergeht. Ja, aber wir sehen doch, dass die Sanktionen in Russland offensichtlich nicht wirken. Und sie verkürzen, dann sind die Sanktionen schlecht gemacht. Die wirklich für Millionen Menschen in diesem Land bedeutet, dass sie sozial absteigen. Sanktionen oder wie auch immer. Also sie haben ja gesagt, im Bundestag. Ganz kurz. Na, habt ihr es gemerkt? Die böse Frau ohne Manieren ist wieder da. Und sie macht dasselbe wie jedes Mal. Sachliche Diskussionen unterbrechen, Herrn Lanz nach dem Mäulchen reden und Grimassen ziehen. Also im Moment haben wir doch hier einen Schwarzmarkt, der größer wird. Aber es gibt doch eine Justiz in diesem Land. Ich verstehe das immer nicht so ganz. Wir haben einen Schwarzmarkt, auf den können wir nicht einwirken. Also das ist gegen das Gesetz. Und wir haben Behörden, die dieses Gesetz kontrollieren. So legt das ZDF also seinen Informationsauftrag aus? Der Chefpolemiker Lanz lädt sich Spitzenpolitiker ein, die verzweifelt versuchen, sachlich Dinge zu erklären und sich dabei ständig nur vom Lanzelbub unterbrechen lassen zu müssen, sondern auch von einer bösen Frau, die scheinbar von Kampfhunden erzogen wurde. Wer ist die überhaupt? Im Gegensatz zu dir, Brendel, ist das eine hoch angesehene Journalistin von der Rheinischen Post. Pff, hoch angesehen. Dafür sehe ich viel besser aus. Nun gut. Hoffen wir mal, dass sich der Südtiroler Chefpolemiker und seine Gefühle nicht durchsetzen und wir eine zukunftsweisende Lösung für den Umgang mit Cannabis finden. Aber wie gesagt, die Zeichen stehen gut. Es gibt sogar schon einen Song dazu von meinen Kollegen. Ampel Number One. Jetzt
geht die Ampel an mit den Grünen und dem Gelben und dem Blockflötenmann. Es geht um die Macht, ihre großen Unterschiede werden weggelacht. Sie wissen, wie es Deutschland besser geht, mit einer Wollmilchsau, die Eier legt. Sie helfen Armen und Reichen und kümmern sich ums Klima. Sie hauen die Knete raus und finden's prima. Ein kleines bisschen Mindestlohn, das ist fein. Ein kleines bisschen Tempolimit. Nein. Schuldenbremse bleibt dabei. Doch Cannabis, das wollen sie alle. Wobei ich die Gefahren von Cannabis auf gar keinen Fall kleinreden will. Nein. Speziell wenn es um soziale Kontakte oder Dating geht, rate ich dringend dazu, den Konsum auszusetzen. Auch aus Erfahrung. Denn sonst geht es euch am Ende noch so. Deswegen dachte ich, es ist besser, mit einer Kifferin auf ein Date zu gehen. Weil dann sind wir wenigstens das gleiche Paranoia-Level. Das habe ich einmal probiert und das war auch nicht so cool. Die hat die ganze Zeit einfach nur gefressen. Und dann ist sie eingeschlafen. Der Sex war trotzdem nicht schlecht. Und es ist einfach wichtig, dass man in einer Beziehung die gleichen Ziele, die gleichen Erwartungen, die gleichen Interessen hat. Denn wenn sie zum Beispiel sehr aktiv ist und er ein leidenschaftlicher Kiffer, dann funktioniert das nicht. Dann erleben wir schnell Bilder wie diese. Also, liebe Fuzzis, denkt immer daran, die Dosis macht das Gift. Bitte alles in Maßen. Das gilt natürlich nicht für diesen Kanal. Den könnt ihr maßlos lange und viel gucken. In diesem Sinne. Wer hier abonniert, darf für mich exklusiv 2 Jahre lang unbezahlt arbeiten.